Jo, ich bin's, B-Tide. Ihr seht mich gleich mit Vero im BMTV Urban Interview. Es geht um, wer hat das Gras weggeraucht? Die alles entscheidende Frage auf dieser Welt. Ha! Herzlich willkommen auf BMTV Urban, heute mit B-Tide und Vero. Hallo. Tagchen. Ja, es ist ja schon noch so früh am Morgen, so ein bisschen. Ne? Ich habe dir gerade einen Kaffee vorbeigebracht und natürlich erstmal verkackt und der ist ein bisschen übergeschwappt, aber egal. Ach du. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, wa? Ist das so früh für dich eigentlich so als Rapper? Oder sagst du, nee, ich habe eigentlich Kinder zu Hause, Frau, weißt du? Für mich ist das eigentlich schon mitten am Tag. Also für mich... Wir haben 11 Uhr oder kurz nach 11 Uhr, das heißt, für mich ist jetzt Mittagessenzeit eigentlich, ja, wo andere gerade mal aufstehen. Esse ich schon Mittag. Das heißt, nach diesem Interview hier werde ich erstmal was essen gehen, sonst mache ich alle nieder. Ja, geil, na klar. Aber wir haben ja gerade gesagt, ich habe gerade gefragt vom Interview, bist du bereit? Er sagt, ich bin bereit. Kiffst du überhaupt morgens schon oder ist das alles echt in der Freizeit beziehungsweise abends irgendwann, wenn alle schlafen sind und dann nimmt sich Bobby seine Zeit? Genau, so ist das dann. Das ist dann meine Zeit nur mit mir und dem Joint. Da gönne ich mir das dann. Aber tagsüber kann ich mir das gar nicht mehr erlauben. Das funktioniert leider nicht mehr. Nee. Ja, es gibt ja auch andere Papas, die können ja alles dann, ne? Die sind dann auch bereit. Die können das ja alles nur zusammen irgendwie. Aber da sagst du, der Nee gibt irgendwie Grenzen. Ja, nee, da kann ich mich dann so schwer konzentrieren und mein Kurzzeitgedächtnis setzt ziemlich deutlich aus und das macht dann keinen Spaß mehr für niemanden, weder für mich noch für die, die mit mir arbeiten müssen. Das ja, wir haben uns ja dieses Jahr eigentlich schon gesehen, weil du bist ja eigentlich nur am Album droppen, kann man ja sagen. Ja, zu Born to be Tied und jetzt ist hier schon das nächste Cover. Und man muss ja sagen, es ist ja so früh, das ist ja November. Ja, gerade bei uns beiden hier. Und das Album kommt im Februar raus, Anfang Februar. Erste Frage, warum alles so früh jetzt stattfindet? Weil es ist erst im Februar, ne? Oder es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Das denken wir nur, weil immer Silvester dazwischen ist, ne? Also Neujahr. Ich glaube so früh, weil viele Feiertage dazwischen sind und viele sich Urlaub nehmen. Und ja, eigentlich ist es auch gar nicht so früh. Sonst waren wir immer ein bisschen spät. Das hat genervt, deswegen haben wir gesagt... Hustle dann, oder was? Genau, haben wir gesagt, jetzt sind wir mal ein bisschen früher dran. Das heißt ja, wer hat das Gras weggeraucht? Ja? Das ist ja eigentlich eine Hommage an deine alten Zeiten. Mhm. Warum jetzt? Weil wenn man überlegt, wer hat das Gras weggeraucht? Die EP der Neger kam durch 2002. Das heißt, es ist ja noch nicht mal irgendwie ein Jubiläum oder sowas. Das heißt, war das einfach Bock oder was ist der Grund, dass du jetzt hier so sowas droppst? Das war eigentlich eine Schnapsidee. Wir saßen da so zusammen und haben eigentlich für Born to be Tied noch gebrainstormt. Und da kam dann irgendwie so, haha, ja, ja, und das nächste Album heißt dann, wer hat das Gras weggeraucht oder was? Und dann war so, ja, heißt es. Was ich so krass finde, weil es gibt ja immer so Künstler, die haben so alte Hits und man wird immer drauf reduziert, ne? Und ich glaube, du musstest dir auch in den letzten, was, 14 Jahren, immer wieder in Interviews rein, und Bobby, wer hat denn das Gras weggeraucht? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal nervt, immer dasselbe zu hören. Und jetzt, was machst du aber? Du nennst dein neues Album so. Ja, es ist ja immer so eine Tagesform abhängig. Ne? Es gibt Tage, da nervt es dann wirklich sehr, wo man denkt, ey, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, ich kann die Frage nicht mehr hören. Dann gibt es natürlich wiederum andere Tage, wo du einfach stolz drauf bist, dass du sowas überhaupt geschafft hast. So ein, wie sagt man, Klassiker oder halt so eine Frage, die wirklich jeder gerne fragt und sofort fragt, wenn er die sieht. Das zu schaffen, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen und sowas zu etablieren, das finde ich dann wiederum geil. Also, und jetzt gerade finde ich es halt extrem geil und deswegen feiere ich das und habe ein Album gemacht. Aber was erinnert uns auch das, was drauf ist? Ich habe es natürlich nicht gehört. Ist es denn überhaupt fertig? Das ist jetzt die große Frage. Ja. Ist es fertig? Es ist fertig. Das Master ist schon, liegt schon rum, ist schon fast eingestaubt, so lange ist es schon fertig. Und es gibt ein paar Klassiker, die habe ich wieder aufleben lassen, habe mir ein paar Features dazu geholt, der Titelsong zum Beispiel. Dann gibt es einen Song, der ist an einen indizierten Song angelehnt, bisschen umgetextet natürlich. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich selbst produziert habe auch. Bisschen, hört sich ein bisschen nach PlayStation an, nur halt... Aber du meinst auf dem normalen Tape, ja? Nicht das, was dann von der Sekte... Du hast ja ein Doppelalbum, deswegen. Genau, genau. Du meinst jetzt alles von dem normalen Album? Genau, von dem Standardalbum quasi. Hab mir viel Hilfe auch von Phil the Beat geholt. Die Beethovens haben das abgemischt, zumindest einer von... Alles Leute, mit denen du schon gearbeitet hast. Genau, ja. Ich habe sogar die Beethovens dazu gebracht zu rappen. Die haben einen Rap-Part da drauf. Ja, das finde ich sehr gut. Ich wusste gar nicht, haben die überhaupt mal vorher sowas mal gemacht? Es gibt einen Song von DJ Smallface, wo er mal mitgerappt hat.
Aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ja? Von daher bin ich sehr froh, dass ich das geschafft habe. Du hast gerade Features angesprochen. Eigentlich weiß man ja davon noch nichts. Es ist ja auch noch nicht für mich jetzt hier am Tage noch nicht mal vorbestellbar. Ich kann also noch nicht mal gucken irgendwo. Du hast nur in der letzten Zeit mal irgendwann mal Fotos gepostet. Das heißt, du hast erstmal aus den letzten Jahren oder aus den letzten 10, 14 Jahren Sekte-Bilder gepostet oder mal Agro-Bilder und sonst was. Aber ich glaube, eins war aktueller und zwar mit Boogie und Smokey. Ja. Genau. Ist es für mich jetzt schon so, ja, die beiden sind auf einem Track drauf? Boogie ist nicht rap-technisch vertreten, ist nur beim Video dabei. Smokey ist rap-technisch vertreten, okay. Mal wieder. Mal wieder, ey, Smokey und du habt ja auch eine schöne Vergangenheit, kann man ja so sagen. Smokey, den kennt man ja auch noch zu Zeiten von, was? Bombande. Bombande. Ganz genau. Ich habe gehört, der ist auch wieder so halbwegs zurück, ne? Nicht nur jetzt auch bei dir, sondern auch generell. Aber, was jetzt eigentlich interessant ist, weil du ja jetzt hier sitzt, ihr habt ja damals mal ein Collabo-Album aufgenommen. Ja, da dachten ja sich alle, yeah, und ich glaube, ein paar Tracks konnte man sogar hören und dann ist was passiert. Und das könntest du jetzt vielleicht doch mal erzählen. Ja, das Album war fertig und dann haben wir, nicht wir, sondern irgendwie ist dann die Festplatte abgecrackt. Das heißt, alles war weg, es gab nur noch die Rohversionen, quasi die Mixdowns, die man sich mal so zwischendurch gezogen hat. Die wiederum sind so grenzwertig aus meiner Sicht. Also es gab 2, 3, die waren geil, die habe ich dann auf ein Mixtape gemacht oder so, ein bisschen verteilt. Aber das jetzt so rauszubringen, wäre irgendwie, weiß nicht, ich bin da so ein bisschen Soundnerd und das muss alles geil klingen und so. Vielleicht machen wir es mal so undercover, dreckig und roh oder so, aber ja, die Zeit war geil. Mit Taktlos mal wieder im Studio gewesen und so. Also es gibt auch einen Song mit Taktlos, der da drauf ist zum Beispiel. Also eigentlich so ein so United-Ding so eigentlich. Frauenarzt auch dann noch gleich? Nee. Aber soweit ich weiß, wir haben es bei ihm aufgenommen alles im Studio. Er war auch eigentlich immer dabei und wir hatten viel Spaß auch. Aber gerappt haben wir, glaube ich, nicht zusammen für das Album. Wie lange ist das her eigentlich? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber 10 Jahre? Das heißt, so ein Smokey hast du jetzt einfach nach 10 Jahren angerufen und habt ihr stetig Kontakt gehabt? Ach, hier und da mal, wenn es gepasst hat. Mhm. Ja, hat man sich mal gesehen oder mal telefoniert, mal ein Lob ausgesprochen oder irgendwas. Also das schon, ja. Und wer hat sich am meisten von euch beiden verändert? Wahrscheinlich du? Nee, er hat sich genauso verändert. Also er kifft auch tagsüber, glaube ich, nicht mehr und so. Also ich glaube, wir sind da miteinander gewachsen. Ja. Echt krass, ne? Was glaubst du, was so bei den jungen Typen, so welches Alter ist so das, wo man sagt, okay, weißt du, gibt es ja so welche, die mit Anfang 30 immer noch ein Kind sind, dann gibt es manche diesen zu 33, 34, auf einmal dieser Umschwung. Wie war es bei dir? Ich glaube, es muss immer irgendwas im Leben passieren, wo du umdenken musst, wo du gar keine andere Wahl hast. Und dann verändert man sich auch. Ich glaube, wenn man kann, bleibt man so lange jugendlich und kindlich, wie es geht, weil es einfach mehr Spaß macht. Würdest du dann sagen, dass dieses... Gerade hier, wenn man dein Cover mal anguckt, da sieht man auch diese Hanfblätter, auf deinem Pullover sieht man Hanfblätter, dann lässt der Titel, wer hat das Gras weggeraucht. Würdest du dich als Kiffer-Rapper dann noch bezeichnen oder ist das für dich einfach dein Image? Es bleibt, bist du und es verkauft sich halt auch. Das ist halt einfach dein Style. Also das Ding ist, es ist ja kein einfaches Kiffer-Album, wo ich einfach jeden Track sage, wie geil das ist zu kiffen, sondern es ist schon auch, es gibt auch kritische Töne. Kiffen ist natürlich geil, finde ich auch geil, aber ist auch gefährlich, muss man ja auch ehrlich sein, ja. Und dementsprechend ist halt das Album kein einfach so ein Kifferalbum, deswegen bin ich auch nicht einfach so ein Kifferrapper, weil ich mir halt zu viele Gedanken auch darum mache und auch will, dass wenn ich schon, sage ich mal, Drogen verherrliche in dem Augenblick, trotzdem darauf hinweise, dass es gefährlich ist. Wie würdest du deinen Kindern das raten? Weil, sagen wir mal so, das ist jetzt, passiert ja jedem Jugendlichen irgendwann. Ich glaube, dein Ältestes ist vielleicht 10 oder so, oder? Genau, das heißt, es vielleicht dauert er noch. Ich weiß nicht, raucht man mit 10 schon Gras? Ich glaube nicht. Kommt ganz auf die Eltern an. Aber gut, jetzt kann es ja passieren. Lass uns in 4 Jahren sagen, hörst du das? Würdest du da einfach ein ernstes Gespräch führen und darauf hinweisen? Oder sagst du, na gut, mein Gott, sollen sie auch ihre Erfahrung machen? Ja, du, wenn es soweit ist, da muss man dem ins Auge sehen und dann auch natürlich am besten aufklären, was passiert, wenn das Kind weiterkifft, warum es besser ist, eigentlich nicht zu kiffen und so weiter und so fort. Und ja, der Rest bleibt dann eh. Deine erste Joint mit dem Papa, das ist doch auch cool. Nee,
Nee. 18, mit 18. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Okay. Wen haben wir denn noch mit drauf? Kannst du da schon was verraten? Frauenarzt ist mit drauf. So, ja. Und der Uno ist mit drauf. Mhm. Ist einer, den ich in Zukunft ein bisschen mehr pushen werde, der auch auf mein Label kommen wird. Okay, das heißt, es ist der erste Artist nach dir auf jetzt Parade. Das planen wir. Okay. Ich hoffe, wir können das auch alles so umsetzen, aber ja, mal gucken, vielleicht findet er mich auch nächste Woche scheiße und will dann lieber zum anderen Label. Schauen wir mal. Okay. Nee, aber genau, das ist geplant. Dann ist Virus mit drauf von damals, von der Grünen Medizin. Wen habe ich denn noch drauf? Smokey ist drauf, Nura ist drauf, Juju ist mit drauf, Sido ist mit drauf natürlich, der Plusmacher ist mit drauf, SDK ist mit drauf. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Hab bestimmt irgendeinen vergessen, aber... Naja, ist ja schon mal eine gute Liste auf jeden Fall. Du hast gesagt, es ist ein Doppelalbum. Das heißt, Doppelalbum deswegen, weil du die alten Sekte-Tapes wieder rausgeholt hast, rausgekramt hast und sie mit in dein Album gepackt hast. Jetzt ist für mich die Frage, wie hast du das mit den anderen abgesprochen? Wer hat die Rechte, beziehungsweise wie kann das sein, dass du die auf dein Doppelalbum packst? Du, damals, als wir die über die Tapes verteilt haben, da war das eigentlich wurscht, Hauptsache die sind unterwegs, ja, und von mir aus kann auch jeder, der mit den Tapes was zu tun hat, kann die auch gerne nehmen und nochmal veröffentlichen oder machen, was auch immer, weil es gab keine Verträge damals, es ist einfach so rausgehauen worden. Und dementsprechend hat jeder, der mit drauf ist, das Recht, das auch nochmal rauszubringen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach ein Album droppen und dann einfach nochmal die Sekte-Songs darauf bringen. Nee, du hast ja nicht mitgemacht damals. Ach so, also ich müsste schon dabei gewesen sein. Ja, es muss schon dir gehören. Du musst schon ein Teil davon gewesen sein. Ja. Deswegen war das gar kein Problem, die nochmal rauszunehmen. Ist ja ein Best-of und ja, gab es ja schon mal. Ja. Hast du die gefragt trotzdem? Hast du den 10 alle angerufen oder hast du mit den meisten gar keinen Kontakt mehr? Ich habe wenig Kontakt mit denen, aber ich denke auch, dass ich da nicht nachfragen muss, weil ich auch nicht verlange, also von denen würde ich auch nicht verlangen zu fragen, ob sie jetzt einen Song von damals irgendwo mit drauf tun können. Das oder Bescheid klar. Sagen. Also sehen sie ja dann. Nein, aber also wie gesagt, das ist für mich gar keine Frage. Ich hätte selber auch nichts dagegen, wenn die das machen. Naja, das ist doch eigentlich positiv. So, ey, oh, ich habe das wieder zu den Leuten gebracht. Und so. Ja, ich glaube, mittlerweile haben die das schon alle mitbekommen. Also ich habe auch nur zu Vokal Matador, ehrlich gesagt, noch Kontakt. Und zu Simon von damals. Also das wären die einzigen beiden, denen ich es noch erzählen könnte. Na, okay, Siggi weiß es ja eh. Und Fuhrmann, Band. Ja, die sehe ich ganz selten, leider. Ganz selten. Auch schwer, dass... Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, mit Fuhrmann ist gar kein Track drauf. Muss ich nochmal gucken. Und Alpa war noch da dabei? Nee, das war davor. Zu Tape-Zeiten war Alpa noch nicht dabei. Okay. Nee, das sind alles die ganz alten Songs, ja, von den Tapes von 1999 bis 2001, glaube ich. Das heißt, es ist eher eine Hommage an die, also quasi zurück. Meine alten, ja, alten Homeboys. Nach dieser Zeit kam ja dann die zweite Generation mit den besagten Namen und so. Hast du da eine andere Erinnerung dran? Also nicht so, wie man jetzt denkt von dir, du spielst gerade so in der Erinnerung, dass du lieber an die alte Zeit denkst, als an die kurz danach. Nee, ich denke an jede Zeit gerne, weil ich auch viel Gutes erlebt habe, zu jeder Zeit. Und ja, also klar war es anders, wir waren älter, wir hatten einen anderen Kopf, andere Gedanken, ein anderes Ziel. Und damals war es halt ganz frei und scheißegal, was passiert. Mit der etwas neueren Sekte, dann auf Sektenmusik, war es schon ein bisschen mehr, dass man mehr kopfmäßig an die Sache gehen musste, weil es war ein Label, es war ein eingetragenes Label. Man musste gucken, dass irgendwie die Finanzen dann auch stimmen und so. Das war ja damals was scheißegal. Hast du einfach ein Tape rausgebracht und fertig. Ich hab dir dann zu den Läden gebracht und wir waren froh, wenn dann irgendwas bei rumgekommen ist, was dann später leider nicht mehr so unbefangen war. Aber es gab Aufnahmesessions auch und Abende oder Tage, die einfach richtig geil waren, ja. Du hast ja auch erzählt, oder für die jüngeren Zuschauer, die überhaupt nicht wissen, woher stammt der B-Tide eigentlich, wie ist deine musikalische Karriere, wie hat die angefangen? Nur mal so, du hast gerade nämlich die PlayStation erwähnt, mit der du jetzt auch ein bisschen was aufgenommen hast. Das sind ja alles auch Sachen, mit denen du hast mit Sido damals angefangen, ihr habt über die PlayStation damals aufgenommen, was schwierig war, dann habt ihr irgendwann mal gesamplen können, was auch was Neues für euch war. Wie hast du das jetzt heute für dich mit reingebracht in das neue Album? Also wie,
hast du gedacht, okay, um das real zu machen, mache ich das auf die gleiche Methode wie damals? Oder wie konntet ihr es jetzt umsetzen, dass es trotzdem noch modern ist? Ich habe mal mir so ein bisschen die Sounds angehört, die wir damals benutzt haben, und habe mal in meiner Library geguckt, was es da so gibt. Und die waren, also es gibt viele ähnliche Sounds. Sie sind natürlich hochwertiger, klingen nicht ganz so Billo wie damals. aber ja, ist halt auch 2016, ne? Da kann man das nicht 1:1 so machen wie damals. Aber bisschen hochwertiger. Ansonsten vom Feeling ist es, glaube ich, genau gleich. Du hast, ich glaube, zum letzten Album gesagt, nee, da traue ich mich nicht ran mit eigenen produzierten Beats und so. Genau. Will ich nicht, will es lieber Leuten überlassen, die ihre Kunst verstehen, so. Ich erweise denen auch ihren Respekt, den Respekt und so. Und jetzt hast du erzählt, du hast selber was drauf. Ist es das? Es ist halt wenig, ja. Also ich habe viel produzieren lassen schon, ja. Und ein paar habe ich halt selber gemacht, einfach weil ich an dieses Album ganz locker rangegangen bin, ja. Das davor war schon sehr kopfmäßig und es musste alles... Also das Born to be Tied Album ist für mich das perfekteste Album, ja, wirklich alles durchdacht, alles genau, richtiger Nerd, da war ich ein richtiger Album-Nerd und das hier ist halt, das macht's perfekt, also Wer hat das Gras weggeraucht, ist perfekt dadurch, dass es halt einfach aus der Hüfte, aus dem Bauch kommt. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken gemacht, so ich muss jetzt den Text, der muss stimmig sein von Anfang bis Ende. Es gibt auch Texte, da sind so einfach Gedanken festgehalten. Und dadurch wird es aber voll locker und wieder so wie früher, weil damals habe ich ja auch nichts anderes gemacht, als Gedanken festgehalten, die in Reime verfasst und dann rausgehauen. Ja? Und so ist das jetzt auch. Krass eigentlich. Aber würdest du jetzt, man sagt ja, Rapper sagen immer, naja, das Album ist jetzt das beste Album. Und so, du sagst aber, es ist das lockerste Album und ist davor das perfekt konzipierteste Album. Ja, genau, schön gesagt, ja. Okay. Du hattest eigentlich für dich selber einen Deal gemacht, oder ich weiß nicht, ob auch mit deiner Managerin oder Tourmanagerin, Wilma, kennt man dich eigentlich? Eigentlich kennt man dich schon aus allen Interviews, alle haben immer schon deinen Namen gesagt. Ihr habt, glaube ich, mal für euch festgelegt, dass du immer zum ersten Freitag im Januar dein nächstes Album droppen willst. Ja. Und jetzt ist es der, was, dritte, zweite. Ja. Was ist da passiert? Sido ist schuld. Die Tour wahrscheinlich. Genau, ja. Ich werde ja mit ihm auf Tour sein und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann bringe ich es während der Tour raus, macht irgendwie mehr Sinn. Und deswegen ist es so. Also Sido, du bist schuld, ja? Ja. Okay, hast du ihm das schon gesagt? Sigi, du bist schuld. Ich glaube, das weiß er schon. Ja. Weil die erste, also wir haben ja hier auch die wunderschöne Box, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Weil dieses Exemplar hast du schon, glaube ich, im September. Irgendwann ein Foto hast du da mal gepostet. Ja. Oder August oder keine Ahnung. Ja. Das heißt, es war ja schon relativ früh, stand das Ding eigentlich schon so, ja, für euch. Das mussten wir so früh machen, weil wir das tatsächlich direkt in China haben herstellen lassen. So fair trade-mäßig, also drauf geachtet, Inspekteur hingeschickt. Also Wilma hat das alles gemacht, nicht ich natürlich. Ja. Natürlich, die Frauenmesse. Ja, bei mir würde da alles durcheinander kommen und so, denn wenn die Boxen auch nicht pünktlich da. Ja, auf jeden Fall mussten wir das alles so früh machen, damit auch alles pünktlich am Start ist, ja. Weil der Weg von China bis hier zu uns in die Fabrik quasi, da wo gepackt wird, das dauert eine Weile, deswegen ist alles so früh passiert. Ja. Aber gepackt, heißt das nicht euer Büro? Fabrik? Oder was meinst du mit Boxen, nee, also, packen? Nee, also Fabrik, damit meine ich eigentlich das Lager von DevShop. Schöne Grüße an DevShop. Da werden wir uns einquartieren und werden die Boxen packen. Ja. So wie jedes Jahr werde ich auch selber Hand anlegen. Ja. Und dann, ja. Und wen verdonnerst du dieses Jahr noch alles dazu zum Boxen packen? Alle, die ich kenne. Mhm. Also Uno wird auch mitpacken müssen. Nur weil er drauf ist auf dem Album. Familie, also alle müssen mithelfen, außer die Kinder vielleicht. Mal gucken, ob sie drum rumkommen. Nein, aber ansonsten ja, mobilisiere ich wirklich alle und meistens klappt das auch. Dann mobilisiere ich dich jetzt dazu, das bitte für uns zu zeigen. Was ist da alles drin? Das ist jetzt eine Musterversion, das ist also quasi alles noch total neu und unberührt. Okay, wollen wir das so machen? Du packst sie aus, ich kommentiere. Okay, cool. Dann machen wir das noch. So, das ist die wunderschöne Holzbox. Die ist handgemacht. Sind wir bei QVC? Ja, ja, genau. Warte. Diese Box ist handgemacht. Per Hand drauf gedruckt alles. Okay, kannst du mal aufmachen? Ja. So. Oh. Kommen wir nun zum Inhalt der Box. Wow, okay, ich hole jetzt die Sachen einzeln raus. Ja. Gut. Als erstes. Ich habe als erstes.
haben wir einen wunderschönen Aufkleber für Valentinstage, Geburtstage, willst du mit mir gehen, anfragen. Da steht drauf, falls ihr es nicht lesen könnt, wer rammt dir den Penis in den Bauch? Eine sehr wichtige Frage. Übrigens, gegen Ende komme ich nochmal zu einer weitaus wichtigeren Frage, aber später. Dann haben wir, wer hat das Gas weggeraucht? Achso, warte. Auch ein wunderschöner Aufkleber. Der klebt schon in dem einen oder anderen Club. Also einfach mal die Augen offen halten. Okay, machen wir weiter. Das ist sonst hier so. Okay, so. Nee, das ist nur ein Muster. Nee, das ist nicht wichtig. Okay. Das ist nur, guck mal, das eure Dings hier, eure Blättchen könnt ihr da reinklemmen. Okay. Deswegen, um zu sehen, dass es auch wirklich geht, ja. Ach so. Deswegen sind diese Dinger da drin. Wundervoll. Jetzt haben wir das Bandana, da will ich nochmal dazu sagen. Dieses Bandana, ich kenne viele Bandanas, aber kein Bandana ist wie dieses Bandana. Natürlich nicht. Es stinkt nicht nach Chemie. Fühlt sich auch sehr qualitativ hochwertig an. Wollte ich nämlich gerade sagen. Und wenn du dann riechst, genau, dann merkst du auch, dass es nicht diesen chemo-ekligen Geruch hat, wie die ganzen anderen Bandanas. Und deswegen ist dieses Bandana nicht wie alle anderen Bandanas. Ja. Es stinkt nicht, das ist gut. Richtig. Ist 100% Baumwolle, glaube ich, ne? Ja. Dann haben wir die Kräuterpäckchen, da könnt ihr dann eure Petersilie oder was auch immer ihr zum Kochen braucht, könnt ihr dort reintun. Das sind die wunderschönen Blättchen, die natürlich im selben Design sind wie das Cover, wie das hier und wie dies hier und wie mein Pullover übrigens auch. Was Zufall ist, ne? Ja, ist wirklich Zufall. Ich wusste nicht, dass ich heute hier das präsentieren werde und habe auch gar nicht daran gedacht, dass mein Pullover ähnlich sein könnte wie das Cover. Richtiger Zufall. Dann haben wir noch eine Grindr-Card. Genau, die wird so aussehen. Grindr-Card, wisst ihr, kennt ihr, habt ihr schon mal gesehen? Ist so ein Ding, da reibt ihr quasi wie... Ja, die haben wir. Aber die Frage ist, ob sie die schon mal benutzt haben. Das ist das Muster, damit man sieht, dass die Grindr-Card im BeTight-Logo sein wird. Ja? Die wird nicht ganz so groß sein, sondern eher die Größe haben. Und dann machst du Raspel, Raspel, dann kannst du einen schönen Tee trinken. Mhm. Zum Beispiel. Oder einen Salat machen. Nee, finde ich gut. Muskat ist immer schwierig. Ja. Oder Zitrone. Weißt du? Zitrone. Zitrone reiben. Immer Bio-Zitronen. Das kannst du auch mit der Karte machen. Cool. So, ja, sind wir durch, wa? Ja. Und das für einen unschlagbaren Preis, oder? Musst du auch noch erwähnen, oder? Ja, ich habe unter 40 Euro angesetzt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ob Amazon da mitmacht, ist die Frage, aber ich denke schon. Und das wäre natürlich ein Traum, wenn es unter 40 Euro wird. 39,90 oder vielleicht 39,99. Mhm. Ich übernehme. Ja. Ich finde es krass, weil du hast ja schon dein Titelbild geändert auf Facebook. Da haben die Leute ja schon fleißig kommentiert. Und die haben gesagt, die würden ja sogar fast 60 Euro dafür zahlen, für den Boxinhalt. Hast du ja selber gelesen wahrscheinlich. Das heißt, ich glaube, deine Fans sind damit unfassbar zufrieden. Ja, egal, ob selbst wenn Amazon sagt, muss halt ein bisschen mehr. Wir ja, wissen auf jeden Fall, dass du es nicht so willst. Genau, und das ist mir auch wichtig, dass ich die Leute nicht abziehe. Mhm. Ja, also wenn sie, ich weiß, 40 Euro können sehr viel sein. Mhm. Ja, und wenn sie denn schon so viel Geld in die Hand nehmen und sich was kaufen, dann möchte ich auch, dass sie was davon haben. Deswegen auch in China produziert, total legitim. Hast du sonst immer den Boxinhalt hier produzieren lassen, weil es vielleicht nicht so aufwendig war? Ja, schon in Deutschland haben wir alles gemacht davor, ja. Ist ja, klar. Ja, ist auch klar, wenn du so viel da reinhaust, dann würde die jetzt wahrscheinlich einen Huni kosten oder mehr. Wahrscheinlich, ja. Würdest du selber heutzutage noch Boxen kaufen? Nicht von dir jetzt, also das ist ja klar, ja. Ich meine jetzt so von, bist du Fan? Also wenn die Box geil ist, dann würde ich sie auch kaufen. Bis jetzt habe ich mir noch keine Box gekauft. Aber von wem ist denn Bobby Fan? Es gibt einige. Einige Rapper, die ich gut finde. Also klar, die 187er-Jungs sind geil. Stehst du mit denen in Kontakt? Nö, wir haben eigentlich keinen persönlichen Kontakt. Haben uns mal hier und da mal gesehen. Ja, war auch alles freundschaftlich, alles gut. Ja, dann halt Credibil finde ich cool. Also es gibt einige Rapper, ich habe jetzt natürlich nicht alle, habe mir keine Liste gemacht und nicht alle im Kopf, aber das sind so die man kennt und die ich auch cool finde, ja. Hörst du überhaupt noch so viel Musik oder ist es einfach durch deine Lebensumstände beziehungsweise dass du halt viel zu tun hast, ne, ein bisschen schwieriger? Meistens
Ist es denn so, dass es eher so Snippet-Charakter hat, wenn ich mir ein Album anhöre, weil ich wenig Zeit habe, wirklich ein Album komplett durchzuhören, deswegen skippe ich da, also höre, skippe und muss aber sagen, meistens ist ja so, du hörst die erste Strophe und dann weißt du ja schon, ob der Song geil ist oder nicht. Ist das so? Weil ich, manchmal ist es ja so bei Musikern, die sagen, ganz ehrlich, nein, hör dir den ganzen Track an, damit du den auch richtig verstehst bzw. fühlst. Gibt's sicher auch, ist aber, glaube ich, eine Seltenheit. Ich glaube, es ist wirklich so, theoretisch, wenn du die ersten 30 Sekunden vom Song hörst, weißt du, ob er dir gefällt oder nicht. Krass, ist es auch bei dir manchmal so bei Menschen? Das ist, glaube ich, bei jedem so. Also wenn der erste Eindruck scheiße ist, dann dauert es ewig, bis du mit dem Typen oder der Braut warm wirst. Ja, das ist einfach... Wann ist dir das letzte Mal sowas passiert? Bei Meet and Greets passiert das ab und zu. Bei den Fans dann quasi? Ja, also, na klar, es gibt ja Fans, die sind richtig cool. Die siehst du und denkst so, ey, geil, cooler Typ, so, gefällt mir. Und dann gibt es halt auch welche, die sind einfach nur übernervig. Klar, jeder Mensch ist ja anders, ne? Gibt's auch. Natürlich bin ich zu denen trotzdem genauso nett wie zu allen anderen auch. Aber es gibt schon Fragen, da fässt du dir den Kopf und denkst so, ey, ist das dein Ernst gerade? Was zum Beispiel? Ich würde es ja jetzt... Mir jetzt natürlich kein Beispiel an. Hat das Gras weggeraucht? Nee, das ist ja eine Frage, die legitim ist. Das ist ja okay. Nee, aber das passiert halt einfach. Und so ist halt jeder Mensch anders. Und es wäre ja, du kannst ja nicht mit jedem Menschen klarkommen. Dann hättest du ja gar keinen Charakter. Ja, stimmt eigentlich. Weil man denkt ja immer so, wenn man jetzt Fan ist von jemandem und wenn ich zu deinem Meet and Greet komme, dann bin ich ja Fan wahrscheinlich von dir. Ja. Sollte eigentlich sein. Und ich passe mich ja auch gerne als Jugendlicher, sage ich jetzt mal, gerne an mein Idol an oder so. Und also, gibt es sowas nicht auch? Also 99% der Leute, die ich treffe, die zum Meet and Greet kommen, die sind richtig cool. Mhm. Wirklich. Sogar 99,9 würde ich sagen, aber es gibt immer diese eine Ausnahme. Das Beispiel hast du jetzt hier nicht für uns, Manu. Nee, leider nicht. Manu. Nee, es ist halt einfach. Also meistens ist dann das Problem, dass sie halt schon zu viel getrunken haben, so aufgeregt sind, dass sie schon so viel trinken, dass sie dann auch nicht mehr ganz wissen, was sie, wie sie sich verhalten. Und dann sind sie halt mit ihrem Mund hier schon fast am Knutschen, reden. Und dann kriegst du halt so ein bisschen Sabber ab und ist dann halt der Moment, wo du dann denkst so. Verpiss dich. Wie ist es mit, du warst ja letztes Mal auch auf Sido auf Tour. Auch, war das auch dieses Jahr? Nee. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Dezember, ja. War das da auch, also hast du das immer nach den Konzerten gemacht oder wann hast du deine Meet and Greets? Bei meinen Solo-Touren habe ich vor dem Auftritt und nach dem Auftritt jeweils ein Meet and Greet. Okay. Davor ist immer ein bisschen chilliger, da dürfen die Leute mit Vorverkaufsticket rein und da haben wir dann Zeit und da Lava, also es gab auch schon Meet and Greets, da waren dann nur ein paar da, weil viele erst später konnten und dann habe ich mir halt eine Stunde Zeit genommen, habe, glaube ich, mit 3-4 Leuten irgendwie eine Stunde einfach da gesessen und gechillt. Mhm. Ja, und das ist dann auch sehr angenehm. Ja. Dann gibt es natürlich Meet and Greets, wo es so vollgepackt ist, dass ich wirklich nur schnell Foto und kurz reden kann und dann ist es mehr so eine Autogrammstunde, eine kurze und nicht wirklich so Meet and Greet. Gibt es natürlich auch, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, das macht mir Spaß, weil einfach eigentlich der Großteil, fast alle einfach coole Typen sind, die da hinkommen. Krass. Wird es nach der Liebhabertour, wenn du jetzt mit Sido auf Tour gehst, nochmal eine eigene Tour geben? Ja, direkt am Anschluss quasi. Ich glaube, Mitte Februar komme ich nach Hause, Ende Februar fahre ich schon wieder los. Okay, krass. Weil letztes Mal warst du auf der Sido-Tour zum Beispiel, warst du ja der Anheizer, hat man mal gesagt. Ja. Also diese 15 Minuten, wo die Leute wirklich dazu gebracht hast, ne? Gute Laune zu kriegen. Okay. Da hast du ja auch schon immer, der Nigger hast du auch mal gespielt, ne? Genau. Wie wird es jetzt auf der Liebhabertour? Du wirst auch mit Sido ein paar alte Tracks spielen, habe ich gehört, auch neue? Genau. Wie bist du eher Partner auf dieser Tour oder bist du eher auch Vorgruppe beziehungsweise mal mit Sido auch auf dem Track und kommst später auf Sidos Bühne dann? Nee, also es ist schon eine Sido-Tour, klar. Ich bin Special Guest, kann man sagen. Also ich komme dann auf die Bühne, dann machen wir gemeinsame Songs von damals, Royal TS-Songs beziehungsweise AIDS-Songs und danach mache ich dann noch ein paar Solo-Sachen. Und dann geht die Show weiter. Also, aber es ist in die Show integriert. Also wir sind quasi wieder ein Team, Partner und ja. Und wer ist diesmal der Anheizer? SDK wird dann der Anheizer sein, ja. Wundervoll. Bist du quasi jetzt aufgestiegen? Oder? Wie soll man das sagen? Nee, es passt einfach besser. Davor war es ja eine sehr große Tour, wo schon alles stand und ich
ziemlich spät mit ihm gequatscht habe, ob ich nur mitkomme oder nicht. Und dann war es quasi so eine Notlösung, das irgendwie zu integrieren. Und dann, ja, okay, Anheizer passt, ja, cool, mache ich. Hauptsache unterwegs sein mal wieder zusammen und einfach ein bisschen Spaß haben. War ja auch in die Show mit zwei Strophen integriert, aber halt nicht so wie jetzt. Jetzt ist die Liebhabertour, das heißt, es macht Sinn, dass wir alte gemeinsame Songs spielen und das einfach auch ein bisschen länger zelebriert wird, weil die Liebhaber, die da sind, die kennen natürlich auch die alten Sachen. Ja, ich würde, das war überhaupt nicht negativ gemeint, weil ich finde, dass es ganz doll Sinn macht, weil man ja auch schon, du redest glaube ich schon seit einem Jahr oder anderthalb Jahren darüber, mit Sido mal wieder ein Album zu machen, so Royal TS mäßig. Ihr habt doch gesagt, ihr habt schon auf Tour damals auch schon ein paar Beats gemacht und so. Ja, Leute, wir warten vielleicht. Also, ja, ist halt so immer, wenn man denn sein eigenes Ding am Laufen hat, schwierig da. Das sagt ihr doch die ganze Zeit schon, jetzt hört doch mal auf. Aber was ich sagen kann, ich kann ja schon mal ein bisschen Hoffnung machen. Ich bin jetzt durch mit meinem Album. Seins kommt ja auch, also heute, wenn ihr es seht, wahrscheinlich nicht heute, aber hier jetzt in dem Augenblick ist ja VÖ. Von daher ist denn nach der Tour ja eigentlich Zeit. Eigentlich, so. Eigentlich mit ganz kleinen, dünnen, fast weißen Anführungszeichen. Dann sind eure Frauen wieder schwanger und dann habt ihr wieder eine Ausrede. Ja. Schauen wir mal. Aber wir haben beide Bock drauf. Ja, ich habe auch letztens wir haben ja beide so eine AIDS-Kette. Hätte ich eigentlich mal anziehen können jetzt. Mann, hättest du mal, aber. Naja, egal. Genau, und die habe ich 2 Jahre lang gesucht und dachte. Stimmt, hast du ein Foto gepostet? Ne? Hast du sie gefunden hast beim Aufräumen? Das war der Ring. Der Ring! Entschuldigung! Genau, ich dachte gerade, was habe ich? Habe ich doch noch gar nicht. Du hast den Ring gefunden! Ich wollte gerade auf mein. Leid. Nicht so schlimm. Genau. Und da war ich glücklich, dass ich das. Weil ich hätte sie natürlich nachmachen können, aber das wäre nicht das Gleiche. Ich wollte die Originale von damals haben. Und ja, deswegen steht alles unter das Schicksal, steht alles unter dem Stern Royal TS. Alles ist die Sekte. Ja, cool, ey. Ich würde mich total freuen. Du hast auch noch ein Foto schnell, nur mal so am Ende, noch ein Foto gepostet, wo du da auch mit dem Baby. Bist? Ja. Ist das jetzt das nächste Kind? Oder nee, ich war meine erste. Deine erste Tochter. Okay, ich war ja kurz, habe ich was verpasst oder so? Nee. Auf einmal droppt da so ein Foto? Also, nee, 3 reichen mir auch. Ja. Also muss ich sagen, ist wirklich sehr schön, ja, aber reicht. Ja. Ey, wundervoll. Wenn du noch was zu sagen hast, sag es jetzt gerne. Ansonsten, wir lassen uns erstmal überraschen, wir sind noch am Anfang. Es kommt erst im Februar, am 3. Februar raus. Wir werden ja wahrscheinlich alles deine Social-Media-Sachen verfolgen und du wirst ja noch mehr mit mehr Leuten reden. Ja. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Das ist so, die beschäftigt mich, seitdem ich eines Tages den einen oder anderen zu viel geraucht habe. Und dann komme ich immer auf Fragen, die Welt nicht braucht, aber trotzdem sehr wichtig sind. Warum sind Krähenfüße an den Augen, aber Hühneraugen an den Füßen? So, das schreibt ihr jetzt mal bitte in die Kommentare. Ja, was ist die Antwort auf diese Frage? Vielleicht gewinnt ja der eine oder andere was. Das wird die Zeit dann selber entscheiden. Schauen wir mal. Also wer da eine Antwort drauf weiß, der ist cool. Ja. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß auf Tour, viel Spaß Weihnachten, Silvester, alles. Und ihr könnt nochmal hier auf andere Interviews klicken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.